weg, weg. Gut. Das wäre die erste Runde für den ersten Spawner. Wir haben noch 18 davon. Wir haben volles Haus hier. Dafür haben wir nicht mehr so viele Biter. Was jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter ist, weil die Splitter werden langsam auch garstig. Munition. Ach, wir haben noch 100 Darmersatz. Das ist sehr gut. So. Also nächste Runde. Ziel jetzt primär erstmal die Würmer. Erstmal die Würmer wegmachen. Und danach irgendeinen Spawner. Ist eigentlich inzwischen ziemlich egal welchen. Was mich sehr beruhigt, ist, dass noch keine neuen Gegner da sind. Also keine Könige. Oh, 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 oh. Oh, viel zu knapp. Viel, viel, viel zu knapp. Hatte ich erwähnt, dass die Spucker doch langsam garstig werden? So. Sie ist vielleicht ein bisschen zu weit weg, aber das klappt sonst nicht so wirklich. Zieh sie durch den Wald, zieh sie durch den Wald. Ich sehe nichts, es ist viel zu dunkel. So, Wurm ist tot, das ist schon mal sehr gut. Ich habe Glück gehabt, dass ich gerade nicht die andere Basis da auch noch getriggert habe. Slow. Wie viele Kapseln habe ich noch? 3. Okay, das könnte interessant werden. Was bist du? Du bist ein Elderbiter. Das war meine letzte Kapsel. Okay, lauf. Oh Mist, das war meine letzte Kapsel. Lauf. Zerleg bitte meine Mauern. Kann ich neu bauen. Mich kann ich nicht so wirklich gut neu erschaffen. Okay, geht auf, geht auf, geht auf. Jo. Ich glaube, ich beschädige meine Mauern auch ein bisschen, aber das ist okay. Jo, die Basis ist definitiv garstig. Durchgebrochen. Der hier war fleißig am Snipern. Weg mit den Spittern. Berserker-Spitter. Ja. Aber die Mauer hat gehalten, das ist schon mal sehr gut. Es waren keine Türme hier drin, ne? Keine Lasertürme? Ne, die haben nur die ganzen Gunships zerlegt. Ja. Aber es ist nur noch eine Dreierbasis. Das ist... Wenn ich jetzt nochmal 30 von den Slowdown-Kapseln baue, sollte ich es schaffen, wieder noch einen Spawner zu zerstören. Und dann ist die irgendwann weg. Aber ihr merkt schon, das wird langsam echt happig. Echt, echt happig. Gut. Ich hätte gerne. Die Laufbeine könnten helfen. Also ich komme jetzt schon einigermaßen gut weg. Mit noch ein paar Laufbeinen. Movement Speed Bonus 30%. Wir haben jetzt 60%, würden wir auf 90% gehen. Was sagen unsere Ressourcen so? Kupfer ist gestiegen von 4,4 auf 5. Ich sehe zum ersten Mal Kupferplatten im System, aber nicht wirklich viele. Und Draht staut sich, das ist sehr gut. Also wir könnten langsam wieder Zeug bekommen. Ganz langsam. Tee. Irgendwas einigermaßen Sinnvolles. Die brauchen wir später, ja, aber jetzt noch nicht.
brauche alles blaue Sachen. Bessere Drills. Nee. Will ich alles noch nicht. Pollution Creation Module? Nein. Bessere Solarpanels. Das ist so teuer. Richtig teuer sind die. 15 rote Chips. Das ist aber so gesehen nur eine Frage der Zeit, bis ich das Geld habe, in Anführungszeichen. Aber ja, 100 Kilowatt Output und davon nur die Hälfte wegen Tag-Nacht. Ist happig. Mach mal Gold, das braucht man für die Waffen. Und es braucht noch Grün und Rot. Ja, wie viel macht die jetzt einer von den Steam Engines? Build Steam Engine. Ja, mal eben 6-mal so viel wie ein Solar Panel MK2. Und der da macht 12-mal so viel. Die können einfach nicht mithalten. Das klappt nicht. Gut, ich brauche Kohle. Hol dir bitte Kohle direkt an der Quelle. Bau unterwegs bitte davon drei, weil wir hatten irgendwo noch Sachen, die weder Pollution noch das andere hatten. Hier war die Quelle. Das sieht nicht mehr so wirklich gut aus. Wo seid ihr? Da seid ihr. So, kriegst mal ein. Bitteschön. Und so, kriegst auch mal einen. Okay, was fehlt noch für die Kapseln? Wahrscheinlich ganz viele grüne Chips, ne? Die ich alle selber herstellen müsste, was garstig ist. Genau, hier war einer, der braucht die Pollution-Module. Unbedingt du. Zack. So, 5,4. Du brauchst die auch. Wie viel Strom verbrauchst du? 90 Kilowatt. Oh, was mit dem Strom? Was? Strom? Okay. Ja, Problem. Wir haben keinen Strom. Das ist peinlich. Also müssen wir mit dem Klappen hier wohl ein bisschen einen Zahn zulegen, hm? Bau bitte einen so einen Liquid Handler. Bau bitte, was fehlt da unten noch? So. Ja, wir brauchen noch die... Achso, ich muss raus. So, wir brauchen noch die Kisten. Wir brauchen die ganzen Ärmchen. Ich pack mal ein paar Sachen. Oh. Ah, die Ärmchen sind ja hier vorhanden. Das ist sehr gut. Ärmchen werden schon mal gelegt. Bau bitte blaue Kisten. Ich brauche unbedingt mehr Stahl. Du, noch einen davon. Bip, 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 bip. Ja, ist alles gut. Ich gehe kurz zu meinem Lager und schmeiß mal meine Türme da rein. Wobei die Türme müssen eigentlich automatisch neu aufgebaut werden. Das ist okay. Du kannst weg. Du kannst weg. Die können ins System eingelagert werden. Stein brauche ich auch nicht so viel. Holz schon mal gar nicht. Die nicht, die nicht. Gold nicht. Ardeit nicht mehr. Rest ist okay. Bau bitte davon eine ganze Menge. Schmeiße ich auch gleich rein. Dann brauchen wir Secondary Steam Engines. Bau davon mal ein paar. Hatten wir inzwischen eine Fabrik, die Rohre herstellt? Das könnte mir gerade ein bisschen Zeit ersparen. Jupp. Gib mir alle Rohre. Brech die bitte alle ab. Und baue jetzt die Secondary Steam Engines. Genau, viel schneller. Sehr gut. Schmeißt die bitte auch rein. Also erstmal die Offshore-Pumps, dann die Steam-Engines. Dann baue bitte nochmal mehr Steam-Engines. Und Boiler hatte ich, glaube ich, genug, oder? Bau nochmal einen Satz Boiler. So, dann schmeißt Steam-Engines rein, Boiler rein. Und guck, was noch fehlt. Naja, die blauen Kisten. Und definitiv viel mehr Boiler. Okay, das habe ich überschätzt. Unterschätzt, wie auch immer.
Blaukiste, 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 Blaukiste. Blau, 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 blau. Warum ist hier keine rote Kiste, sondern so ein Stein, Eisending eingezeigt? Das muss ich nochmal überprüfen später. Sehr gut. Das ist hier schon mal fast betriebsfertig. Boiler, Boiler, Boiler. Liquidhändler da und eine so doofe Pumpe. Bauen noch Pumpen. So, du hast leider nicht das übernommen, dass du 200 Fuel Blocks brauchst. Ich dachte das... Achso, weil ich sie von Hand gesetzt und nicht weil die Roboter gesetzt haben. Okay. Ich habe den Robotern da ans Handwerk gefuscht, da bin ich selber schuld. Also stell mal ein. 200, Shift rechts, links, 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 links. Und dann sollten die zwei hier schon mal anfangen zu arbeiten. Bau bitte noch ein Liquid-Händler. Achso, du musst erstmal noch einstellen, dass du bitte was produzierst? Stein, hm? Ja. Strom verbrauchst du 50 Kilowatt. 40, ah, okay. Da muss noch eine andere Kiste hin. Da muss eine rote Kiste hin. Gut, gut, gut. Jupp, die ersten laufen. Sehr schön. Da, 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 da. Boiler, Boiler, Boiler. Boiler, Boiler, Boiler. Hat schon. Boiler, Boiler. Ja, 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 ja. Rote Kiste. Dahin. Und Liquid Händler andersrum dahin. Shift rechts, Shift links. Damit arbeitest du auch schon. Guti, 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 guti. Baut mehr davon. Und setzt sie gleich hier hin. Genau da und da. Okay, damit müssten wir jetzt vorerst wieder genug Strom haben. Aber sollte ich definitiv ein Auge drauf behalten. Zumal auch das hier nicht reichen wird später. Das ist krass, aber ja, ist halt so. Ich sollte... Wie viel Stahl, wie viel Eisen haben wir inzwischen? 5,4. Also es steigt stetig, unser Eisenvorrat. Das heißt, ich denke, ich werde noch eine... Erstmal nur eine Stahlschmelze machen. Du hast auch keine Effektivitätsmodule. Kein Wunder, dass wir überall Probleme haben. Wenn die Sachen immer nicht die richtigen Module drin haben. Ja. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, die Slowdown-Module zu bauen. Was ärgerlich ist. Also, nächste Folgen. Eine Stahlschmelze bauen. Entweder hier weitermachen oder töten gehen. Wobei ich fast dafür wäre, eher töten zu gehen. Weil irgendwann kriegen wir das nicht mehr geknackt. Wir müssen das jetzt knacken oder nie. Oder, ja, nie ist falsch. Irgendwann sind wir wieder stark genug. Aber, ne, bis der Schub kommt, dass wir stark genug sind, könnte es noch eine Weile dauern. Ja. Ja, forschungsmäßig sonst nicht so viel machen. Eventuell da unten noch mehr Schmelzöfen hinstellen. Aber wir haben eigentlich gerade keine über. Da rein. Und das Beste hoffen. Also es läuft einigermaßen gut. Die Basen werden halt nur langsam ein bisschen garstig. Aber ich konnte die Zeit definitiv sehr gut nutzen. Also wir haben jetzt schon genug Alien-Artefakte gesammelt für die Power Armor MK2. Die haben wir auch schon im Sack mit zwei Fusionsreaktoren drin. Ist eine richtig saubere Sache. Und wir haben noch 150 Alien-Artefakte für etwaige andere Hightech-Sachen. Ich wüsste jetzt nur nicht ad hoc für was. Also der nächste Schritt wäre ja... Oh, machen wir sogar das Richtige. Der nächste Schritt wäre die Lasergun. Was ist mit 5? Genau, das Sniper-Gewehr. Da bräuchten wir noch Kobalt für. Brauchen wir aber auch keine Alien-Artefakte für. Dann wäre das nächste... 5, 6... Wo ist 7 jetzt schon wieder? Für Military 8 brauchen wir... Ich verstehe es nicht. Also 7 ist irgendwo dazwischen und da müsste die Combat Laser Shotgun drin sein. Die ich ja doch ganz gerne hätte. Dazu müsste man den Diamond Mining Drill erstmal bauen und der kommt wann und wo? Electric Mining Drill MK4. Electric Mining Drill MK5. Ultimate Mining Drill.
Kann es sein, dass es gar keinen gibt, dediziert für die Kristalle da? Also früher gab es einen, das weiß ich. Und unser MK2er war nicht stark genug. Also muss ich jetzt schrittweise immer testen. MK3, funktionierst du? Ja, dann mach drauf. Nein, dann such einen MK4er und pack ihn dann drauf. Ja, gut. Was bräuchten wir für den Dreier? Nur die einer Exits. Ja, gut, das ist denn so forschungstechnisch mit als nächstes dran. Also Kobalt erforschen für die Sniper-Geschichte. Item-Exits erforschen für die Dreier-Drills, damit wir schon mal einen guten Vorrat an Edelstein abbauen können. Für die Munition, für die Laser-Combat-Shotgun. Und dann haut das hoffentlich hin. Das heißt, ich bin fast versucht, die 150 Alien-Artefakte für irgendwas Praktisches zu verforschen. Also die besseren Roboter zum Beispiel. Wobei. Oh ja, die Roboter sind doch ausgelastet. Da muss ich mir überlegen, weil jeder aufgestufte Roboter kostet 10 blaue Chips. Bei 300 Stück dauert das doch schon eine ganze Weile. Und wir haben Ressourcenprobleme. Also, muss ich mir überlegen. Aber jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder.